Willkommen zurück zu Octopath Traveler. Wir sind hier kurz vor Atlasdam. Oder Altas? Ne, Atlas. Aus, glaube ich. Ja, Atlasdam. Genau. Und haben ja beim letzten Mal die Geschichte um Cyrus abgeschlossen, dem Gelehrten, der hier gerade hinter mir steht. Der da. Und wir müssen jetzt weiter Richtung Norden und danach links weg sollte eine Weggabelung kommen. Denn wir werden dann, so wie es aussieht, als nächstes Ophelia freischalten. Und ja, das werden wir jetzt dann natürlich die ganze Zeit erstmal so machen, dass wir erstmal die ganzen freischalten werden und uns natürlich im Nachhinein nach Kammbruch begeben. Und auf dem Weg dahin werden uns natürlich sehr viele Mobs selbstverständlich angreifen. Aber das sollte nicht so wild sein, weil mittlerweile sind wir doch eigentlich recht stark. So, wo geht's denn hier hin? Ist das etwa schon hier? Das ist schon hier. Dann kann ich ja gleich nach links weiter. Warnstufe 15, der pfeifende Wald. Oh. Oh, guck mal, da oben ist wieder eine Kiste. Da oben ist auch noch eine. Oh ja, 1500. Gold. Nenne ich es jetzt einfach. Anstatt Skill, Gold. Das Problem. Oh. Ihr wurdet überrascht. Uff, die sind deftig. Eieiei. Oh, das ist Licht. Okay. Uff. Ich glaube, ich werde das... Ja. Ich gehe das erste Mal down. Okay, also das... Quatsch. Ja. Gefahrenstufe 15 heißt für mich, ich muss wahrscheinlich erst Level 15 sein. Alles klar. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich gelaufen. Wir sind ja auch gerade mal Level 6 oder so. Ja, Level 9 und Level 6. Okay, also da brauche ich erstmal nicht lang. Das heißt, ich muss nach oben hinweg. Hätte mir nicht viel übrig. Schade. Ach, hier ist noch eine Weggabelung. Ja gut, dann hätte ich die erstmal nehmen sollen. Das war dann mein Fehler. Schwäche Eiers. Eis sollte kein Problem sein. Zack. Da sind sie alle einmal betäubt. So, ich kann euch sehr viel Damage machen mit Bogen, okay. Ich frag mich, was die dritte Schwäche ist. So, jetzt werden wir immer volle Kanne angreifen. Sehr gut. Dann machen wir das gleiche auch noch mit Tressa. Das hat funktioniert natürlich ein bisschen besser, als wenn man das anders macht. So, jetzt muss ich kurz mal gucken. Genau, dich überschreiben wir. So. Dann haben wir wieder ein paar Speicherpunkte frei. Nach Flammhult geht's links rum und zum Edelhof nach oben. Nach unten ist wieder der Atlasdamm. Okay. Wir wollen aber nach Flammhult wahrscheinlich. Verdammt, da ist eine Kiste. Komm ich denn da hin? Ah, hier runter. Alles klar. Oh. Ist das ein Eisgebirge? Flammhult, Eis? Hm, passt nicht so ganz, ne? Gegner studieren. Ah, gegen Licht sind die auch noch anfällig. Okay.
course of action. Oh, Ice, here's some proof. Here I go. Also wenn die geschwächt sind, ist es eigentlich egal, mit was ich angreife. Ob nun mit Bogen oder Speer. Das macht nicht so viel aus. Aber ansonsten möchte dann schon mal ach, schade. Machen wir das mal so. Sehr gut. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Achso, mit Bogen, ob man jetzt nur mit Bogen oder Speer angreift, wenn die geschwächt sind, also in diesem Zustand jetzt, ist das eigentlich vollkommen egal, wie man angreift. Der Schaden ist halbwegs derselbe. Und weg mit dir. Oh, halt, ich wollte die Kiste. Olive des Lebens halten. Sehr schön. Geht's hier noch irgendwo lang? Nee. Das ist echt ein Eisgebirge hier. Nördliche Wildnis vom Flammhult. Gefahrenstufe 4. Ja gut, da können wir rein. Oh. Sieht ja mal stark aus. Unten ist eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Oh, Wölfe. Lichtempfindlich. Okay, haben wir ein Objekt, was Licht... Ein Lichtstein. Machen wir mal. Oh, 260 Damage tut schon weh. Okay, das funktioniert nicht. Nehmen wir mal an, die sind feuerimmun. Anfällig, so. Yes, Cyrus ist Level Up. Die sind 100 pro Feuer anfällig. Weil gerade eben die rote Zahl hat das, glaube ich, schon verraten. Müsste man halt beim nächsten Mal ausprobieren. Allein schon, weil es halt so eine Eisgegend hier ist. Oh Mann, wo geht's denn hier lang? Was seid ihr denn? Okay, dagegen bist du anfällig. Machen wir das gleich mal. Und bei dir versuche ich das mal. Nein. Funktioniert nicht. Okay. Dann versuchen wir mal Feuer. Jawohl, das sieht gut aus. Eis glaube ich nicht. Es könnte vielleicht noch Blitz sein, was mit reinhauen könnte. Ja. Gut, Feuer, Blitz. Was könnte noch... Wind ist nicht. Kälte kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, sonst würden wir hier gar nicht überleben. Das macht doch jetzt keinen Sinn, das einzusetzen. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich muss mal kurz gucken. Ich bin da. Ah, da unten ist Ophelia. Am Hult. Mal hier. Ah, nice. Ich habe die Stadt gefunden. Sehr schön. Grüße. So, studieren wir dich mal. Erfolgschance 90%. Jawohl. Vor vielen Jahren rannte seine Tochter nach einem Streit mit ihrem künftigen Ehemann davon. Nun ist sie zurückgekehrt. Und er ist sich unsicher, wie er ihr entgegentreten soll. Dennoch ist er glücklich, das Gesicht seines Enkels zu sehen. Hier irgendwo ist was aufgetaucht. Was kann ich dir dann abkaufen? Eine Anringe von Heiltraube mit 48.
Ich glaube, das war recht in Ordnung. Heiltraube. Ja, sind zwei weniger. Olive des Lebens 500. Muss ich mir merken, falls es hier was gibt. Okay, da kann ich nicht hoch. Weshalb auch immer. Ah, da oben ist auch hier, ja. Alte Münzen. Oh Gott, das ist teuer. ...90% Erfolgschance. Ich, bei 80 gehe ich auch noch mit, aber alles, was drunter ist, wird knifflig. Dann wollen wir mal sehen. Ein Händler, der aus dem Süden anreiste, um das klare Schneewasser des Frostlands zu finden. Dieses soll den Erzählungen nach ewige Jugend gewähren und ist dementsprechend hochbegehrt in Adelskreisen. Allerdings war es dieser clevere Händler selbst, der das Gerücht in die Welt gesetzt hatte. Wow. Partner? Hallo? Jetzt. Das Falsche gedrückt. Oh, ich kann was kaufen. Ein Wolfsbogen. Oh ja, der macht eindeutig mehr. Und hier könnte ich eigentlich auch zuschlagen. Ich weiß noch nicht was, weil die Steinrute hat mehr Ausweichen als die Quarzrute, aber bei dem Rest hat sie halt mehr. Ich glaube, da ist die Quarzrute ganz geil, wenn man die nimmt. Uiuiui. Okay. Lass mal das mal offen. So, wir wollen außerdem hier. Nee, hä? Ah, das ist dahinter, hä? Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn? Kann ich hier hinten? Nee, da komme ich nie lang. Komme ich denn da hin? Ah, so komme ich da. Eine anregende Pflaume halten. Gruß M. Sehr schön. Wir reden gleich mit Ophelia. Aber ich will erstmal hier mit den Menschen noch kurz kommunizieren. Studieren. Oh, 60% machen wir mal. Hey da, was habt ihr da gerade getan? Oh, verzeiht. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Geschlagene Wegeaktionen können euren Ruf in der Stadt beschädigen, also seid vorsichtig. Die Stadtbewohner werden nicht auf eure Wegeaktionen reagieren, wenn euer Ruf schlecht ist. Glücklicherweise kann der Wirt reinwaschen gegen eine Gebühr. Ah. Oh, ein Eisseelenstein 190. Geht eigentlich, wa? Aber braucht man jetzt noch nicht unbedingt. 60% ist nicht machbar. Das ist wohl nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte. Okay, und hier oben? Bin ich rein. Hallo. Schönes kleines Haus. Und wieder der Hase an der Wand hängt. Studieren? 60% funktioniert nicht. Einkaufen, Blendstaubflasche, bewirkt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Blindheit bei einem Feind. Verwirrung. Da ich nicht weiß, wie viel das generell wert ist, lasse ich das erstmal. Schlafkraut nehmen wir gerne mit. Erweckungskraut. Schlafstaubflasche 200. ...50%. Anregende Pflaume 220. Ich glaube, die andere hatte 500, ne? Irgendwie so war das doch. Hinten noch was? Ich sehe das nicht. Ist ein Haus im Wege. Gut, das hätten wir. Jetzt müsste ich vielleicht noch mal gucken. Das ist das Wirtshaus hier. Oh. Hallo? Jetzt. Hier 90%. Mach mal.
Dann wollen wir mal sehen. Einer der Soldaten, der den Frostwolf zu Fall brachte, die legendäre Bestie, die einst das Frostland heimsuchte. Der Kampf ward nur durch die Hilfe eines Jägers und seines Schreckenswolfs gewonnen. Daher wird das Duo noch heute für seine Taten gepriesen. Okay. Was verkaufst du? Eine Heiltraube. Oh, lebhafter Ohrring. Tempo plus 10. Sehr gegrüßt, wie kann ich euch heute weiterhelfen? Geschichte lauschen, Ruf wiederherstellen. Okay. Hat keine Geschichten, Ausrüstung. Gut. Dann lass mal das mal. Ich wollte noch mal kurz gucken. Und zwar. Ach, hier kann ich rein. Aha, Gasthaus. Nee, mache ich nicht. Das mache ich, wenn ich wieder los muss. Kaufen. Anregende Pflaume 240. Das andere war 200. Kann das sein? Das ist eigentlich ein ganz guter Schnitt. Hast du das? Alte Münze? Nee. Wer war denn das jetzt? Muss ich echt nochmal gucken. Den. Warte mal, halt, Moment. Ja, komm, nimm mal mit hier. Das ist auch erledigt. So. Nehmen wir auch gleich mit. Mal den auch fertig. Du warst das, glaube ich, mit der Heiltraube, oder? Nee, mit der anregenden Pflaume. Ja, nicht. So. Ja, du hier unten hast die Ausrüstung. Aber ich glaube, das lohnt sich bei dir eher nicht. Deswegen werden wir hier nochmal an dieser Stelle speichern in Frostland. Beziehungsweise in Flammhult. Und dann machen wir mal. Ophelias Quest, würde ich fast sagen. Was ist denn das hier im Hintergrund? Sieht aus wie eine Kirche oder irgendwas. Kann ich da hin? Zumindest es geht dort ein Weg hin. Ich werde erstmal schauen. Einen kleinen Moment. Eingang der Kathedrale. Ah, oh, ist eine Kirche, tatsächlich. Die hat ein geiles Outfit. Sieht so richtig russisch aus. Soll jetzt keine Beleidigung sein oder so, aber es erinnert halt ein bisschen daran. Ein Gefängnis. Studieren? 80% machen wir mit. Preisnachlass im Gasthaus. Nice. Einst war sie eine Tänzerin in Sonnenschatt, bevor sie vor ihrem grausamen Herrn davonlief und nun unter einem anderen Namen ein neues Leben begonnen hat. Ihre schreckliche Vergangenheit quält sie in Form von Albträumen, welche sie als Strafe dafür ansieht, dass sie ihre Freundinnen im Stich ließ. Okay, nice. Preisnachlass im Gasthaus. Das ist schon mal gut. Tanzgewand? Ein Diadem. Oh, das Zeug. Ja, was bist du denn? Hallo? Du siehst ja mal voll strange aus. Energiegranatapfel. Regeneriert BP eines Verbündeten. Lichtkraut, machen wir mal das. So, und ansonsten. Mal ihn noch. Mal gucken, studieren. Ja, 50%, das lohnt nicht. Ein Lichtseelenstein für 190, den nehmen wir mit. Gut, dann auf zu Ophelia, würde ich sagen. Südlich der Kathedrale gibt es eine große Stadt. Ich habe gehört, das Wirtshaus dort schenkt den besten Met aus. Südlich, du meinst Atlasdamm.
Ah, ja, gut. Das war es. Schon stimmt. Was ich geil gefunden hätte in diesem Spiel, was so ein richtig kleines Detail wäre, wenn man in den jeweiligen Gebieten, so wie es halt hier jetzt gerade ist, Schneefeld, sich das Gewand von unseren Charakteren automatisch ändert in eine Winterkleidung oder so. Das wäre so ein kleines Detail gewesen, was wahrscheinlich echt gut gekommen wäre.